Wie fange ich da jetzt am besten an? Hallo erstmal und willkommen zu einem Video hier zu dem Turnierbericht von der Regional in Marburg, die jetzt am 13.10. stattgefunden hat. Die Regional stand noch unter der alten Bannliste. Ich habe aber schon nach der neuen Bannliste gespielt. Ich habe das Pendel Magician Deck schon mal ein bisschen umgebaut gehabt, ohne den Agapain. Und ja, es lief nicht so wie erwartet. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ich dachte, wie gesagt, dass jetzt alle noch Sky Striker nochmal spielen, weil Anker ja dann auf 1 geht und alle nochmal Orcus rauspacken. Hab das Side-Deck dementsprechend vorbereitet und ich hab, also wer sich an den Bericht Gent erinnert, wer den gesehen hat, ich hab ja in Gent habe ich quasi ausschließlich gegen Orcrust und Sky Striker gespielt. Also, keine Ahnung. Und jetzt, wir haben 7 Runden gespielt. Ich hab keinen einzigen Sky Striker gespielt. Ich hab keinen einzigen Orcrust gespielt. 7 Runden lang. What the fuck? Ich hab nur random Bullshit abgekriegt. Ich versteh's nicht. Manchmal versteh ich's einfach nicht. Egal. Auf jeden Fall, ich bin dann insgesamt 4-3 gegangen, was ein absolut schlechtes Ergebnis ist, wenn man bedenkt, gegen was für Decks ich gespielt habe. Das hätten eigentlich fast alles Free Wins sein sollen. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt noch ein bisschen dabei, das Deck zu testen. Ich habe es ja, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen am Rumbauen. Das war jetzt ein erster Testversuch und der hat, wie gesagt, nicht so gut funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Besonders das Side-Deck. Das Side-Deck war, wie gesagt, gebaut, um pur Orcrust und Sky Striker zu vermöbeln. Und beides davon habe ich nicht abbekommen, kein einziges Mal. Dementsprechend war das Side-Deck quasi in 90% der Fällen absolut useless. Und ja, dachte ich, zeige trotzdem einfach mal das Deck, wie ich es gespielt habe. Und kann trotzdem mal ein bisschen auf meine Matchups eingehen. Ich bin am Ende dann vom Turnier Platz 25 von 97 Spielern geworden. In der Theorie, wie gesagt, sieht es nach einem ganz guten Ergebnis aus, aber ich persönlich bin relativ enttäuscht davon, weil ich einfach weiß, dass es besser geht und ja, egal, trotzdem. Ich zeige trotzdem mal das Main Deck und ja, das Extra Deck und so, was ich so gespielt habe und komme dann mal ein bisschen auf die Matchup zu sprechen, damit ihr einfach mal versteht, was da abgegangen ist. So, fangen wir jetzt mal mit dem Main Deck an. Ich habe gespielt 3-mal Servant of Endymion, 1-mal den Master und 1-mal den Jackal King. Ich habe keine Mystical Beast Engine diesmal gespielt, also kein Garuda und kein Cerberus zum Suchen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, so wie es läuft. Und die hat Ratio, wie gesagt, auch gut funktioniert. Braucht nicht mehr Jackal King. Zu dem Magician, ich habe gespielt jeweils einen. Und ich finde auch ehrlich gesagt, mehr braucht man davon gar nicht. Man braucht nur einen Harmonizing, habe ich gemerkt. Von wegen, man kann ihn sich ja mit Electromite zurechtlegen und wir haben noch die Pendulum Call zu suchen. Und ich spiele auch kein Desires im Deck, darum ist es auch egal, dass ich die nur als One-Off spiele. Ich brauche sie nicht mehrmals, weil ich sie ja, wie gesagt, nicht banishen werde. Die 2 Siebeners sind für die Combo mit Tempest da, die ich schon gezeigt habe, und Absolute Dragon, damit man damit den Vortex wieder rausholen kann. Und wie gesagt, das sind die 2 besten Siebener, die man benutzen kann, weil, wie gesagt, der eine kann einem helfen, in die Guard-Dragon-Combo zu gehen und der andere kann halt die Backrow schießen. Die Combo hatte ich ja schon gezeigt gehabt. Dann noch zu den weiteren Karten. Natürlich Chronograph und Darkworm. Muss man, glaube ich, nicht sonderlich viel dazu sagen. Dann zu den restlichen Monstern im Deck. Ein Persona Dragon, wieder als Target für Heavenly Spheres. Destrudo für die Combo. Und Tempest für die Combo. Hat auch soweit in der Theorie eigentlich gut funktioniert, wenn ich First Time mein Board hinlegen wollte. Kommen wir dann mal zu den Spells. Natürlich 3 Mastery. 2-mal Pendulum Call und 2-mal Allianz. Da muss man, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Dann noch 3-mal wieder Foolish. Auch wieder für die Guard Dragon Combo. Das sind so, sage ich mal, diese Standard Ratio, die man quasi in jedem Pendeldeck spielen kann. Einfach, wie gesagt, man braucht halt Pendulum Call, man spielt keine 3 Pendulum Call, man spielt 2-2, einfach aus dem Grund, damit man dann die Counter für Servant generieren kann. So, dann noch die restlichen Spells habe ich gespielt. 1-mal Dragon Ravine, ist ja wichtig für die Combo, die habe ich ja schon gezeigt gehabt. Ein Terraforming, um es noch zu suchen, und 1-mal Secret Village. Dadurch wird halt quasi, Terraforming wird ein zusätzlicher Spell, den man aktivieren kann, je nachdem, was man davon noch braucht.
Man kann sich dann Secret Village suchen und das quasi dann am Ende noch hinlegen, nachdem man Ravine aktiviert hat. Oder man kann es halt andersrum machen. Ja, wie gesagt, Secret Village ist einfach ein Autokill. Ich habe es erst nur im Side-Deck gespielt und dann dachte ich, ja, komm, okay, packt man es einfach ins Main-Deck, damit man so ein One-Shot-Out hat gegen Striker, wenn man First Turn geht. Ja, hat sich jetzt nicht ergeben, aber wie gesagt, das war so die Idee dahinter, Secret im Main zu spielen. Dann noch kommen wir noch zu ein paar Draw-Karten, und zwar ein Upstart, Triple Into the Void und Triple Allure. Die sind auf jeden Fall wichtig aus dem Grund, zum einen, sie generieren Spell-Counter und zum anderen natürlich, man kommt schneller durchs Deck raus und zieht dann besser in seine Side-Deck-Karten, weil wir spielen zum Beispiel im Side-Deck die Super Poli und die ist einfach ein absoluter Killer gegen manche Decks und dementsprechend ist es gut, wenn man so viele Draw-Karten hat, damit man auf jeden Fall in seine I-Win-Karten ziehen kann aus dem Side-Deck. So, das Extra-Deck. Da gibt es auch keine großen Überraschungen. Ich spiele keinen Beat Cop. Ich habe einfach keinen Platz dafür gefunden. Ich habe da noch ein paar andere kleine Überraschungen reingepackt, die ja mediocre funktioniert haben. Das sind die einzigen zwei generischen Link-Monster, die wir haben und auch die einzigen zwei, die wir brauchen. Dann die Guard-Dragon-Combo. Das habe ich ja auch schon gezeigt, wie die geht, dass man quasi dann mit LP und Triple Burst holt man dann den Tempest drauf. Dann geht man in Romulus, um quasi den Effekt von LP zu brechen, damit man keine. Oder damit man auch was anderes als Drachen beschwören kann. Und dann quasi Romulus plus den Absolut, den man dann drunter legt, gehen dann zusammen auf Appaloosa, hat man die Negates und den Vortex Dragon. Oder je nach Feld oder je nach Hand, was man hat, kann man auch den Romulus plus, plus den Absolut, den man drunter hat, ins Fierce machen. Dann hat man auch den Vortex, hat dann einen Bounce-Effekt und kann damit den Odd-Eyes aus dem Deck specialen. Je nachdem, was man da für eine Hand hat. Die Link 4er. Für Going First und für Going Second. Ja, da muss man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Die haben alle relativ gut funktioniert. Dann kommen wir zu den Xyz. Natürlich Dweller. Und Absolut, den man für die Combo braucht. Und dann habe ich jetzt nochmal gespielt. Das werden wahrscheinlich nicht alle kennen. Nummer 76. Die ist quasi, ja, wie kann man die am besten beschreiben? Am besten wie ein Call by the Grave für Stufe 7 Xyz. Ich wollte sie einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, wenn man dann quasi Tempest weglinkt und einmal wiederholt, dass man dann quasi mit Tempest plus einen weiteren 7er, den man dann reingependelt hat, dann auf sie geht und dann quasi nochmal, ja, ein Call by the Grave gegen Orcrus hat. Ich habe, wie gesagt, kein einziges Mal gegen Orcrus gespielt, daher kam sie auch nicht zum Einsatz gegen die anderen Decks. Aber das war so die Theorie dahinter, sie reinzupacken als generisches 7er Xyz. Und ja, das war so einfach die Idee dahinter. Sie kam aber leider nicht zum Einsatz, deswegen kann ich es leider nicht beurteilen, ob sie gut oder schlecht ist. Dann FA für Going First als Destrudo-Target, wenn wir mal Destrudo nicht für die Standard-Combo gebrauchen. Und wenn wir ihn für die Standard-Combo gebrauchen, dann machen wir damit den Warlord Savage Dragon. Weil der ist einfach in jeder Hinsicht besser, weil er kann nämlich alles negieren. Und ja, wie gesagt, einfach nur, falls wir nicht auf die Standard-Kombo haben, wenn wir eine brickige Hand haben, ist trotzdem immer noch gut, ein normales Destrudo-Target im Deck zu haben. Und als Fusion dann natürlich noch für die Guard-Dragon-Kombo und unser Super-Poly-Target. Dann alle 15 Karten. Ja, kein Tornado-Dragon diesmal gehabt. Und natürlich habe ich gegen vier Backrow-Decks gespielt. Also ich möchte es nur mal bei jedem einzelnen Deckprofil sagen, dass ich Tornado Dragon dabei habe, ihn nicht brauche, ihn nicht dabei habe, ihn dringend brauche. What the fuck? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Beim Side-Deck möchte ich ein bisschen was erklären, so wie ich es mir gedacht habe gegen die einzelnen Matchups. Als erstes natürlich für Going First wieder die Zefra-Combo, falls der Gegner einen Dark Ruler gibt. Dann habe ich gespielt bei Tornadoes. Und zweimal Red Reboot. Das war gegen Backrow Decks. Und dann habe ich noch gespielt. Natürlich habt ihr ja schon gesehen, der Starving Venom. Deswegen dreimal Super Poly. Zwei Lancea. Ein weiteres Geheimes Dorf der Hexer. Und dann habe ich noch gespielt. Dreimal Garmesiel. Und da gibt es bestimmt Leute, die sich fragen werden: Okay, warum Garmesiel? Warum nicht Sphere Mode oder Nibiru oder anderes?
Und dazu gibt es eine kleine Theorie, und die möchte ich jetzt auch mal ein bisschen erklären. Und zwar ist das Side Deck mit dem Main Deck abgezählt. Das bedeutet quasi, Moment, wir spielen gegen jetzt mal Thunder Dragon als Beispiel. Das heißt, wir machen alle Searcher aus unserem Deck raus. Das ist eins, Moment. Das sind unsere 8 Searcher. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diese Searcher siden wir alle raus gegen Thunder Dragon, damit wir gegen den Koloss nicht mehr so anfällig sind. Und was wir dafür reinsiden, ist 3, 5, 8. Wir siden genau 8 Searcher raus, wir siden genau 8 Karten rein. Dementsprechend sind wir absolut unanfällig gegen den Thunder Dragon Koloss. Und das heißt, das Einzige, was uns von Thunder Dragon überhaupt noch nervt, ist, wenn er überhaupt dann der Titan, der dann uns was schießen kann. Deswegen brauchen wir nur einen Kaiju, um den loszuwerden. Und dann haben wir noch. Kaiju ist in dem Sinne gut, weil er uns, wie gesagt, gegen das Matchup hilft. Und wir können das auch so rum gegen Striker warden. Wie gesagt, Kaiju ist Beste, um den ihr Monster loszuwerden und denen was in die Main-Monster-Zone zu geben, weil die haben ja immer nur ein Monster. Und wir signen dann einfach den anderen Field-Spell raus und den hier rein. Also gegen Striker sidet man dann quasi die drei Drachen raus, also den Odd-Eyes, den Destrudo und den Tempest und die Field-Spell. Sidet man dann raus, dann hat man genau 4 Karten. Dann der Rest vom Deck funktioniert dann trotzdem, einwandfrei die Combo, das ist gar kein Problem. Und man sidet dann einfach diese 4 Auto-Win-Karten ein. Deswegen spiele ich die in der Ratio, deswegen die sind genau abgezählt, damit es dann beim Siden passt, wenn ich dann gegen die jeweiligen Matchups spiele. Ja, wie gesagt, es kam nicht dazu, aber das war so die Idee dahinter wegen der Ratio, was ich so spiele. So, das war's dann mal mit dem Deck. Ja. Komm mal da mal zu den Matchups, die ich gespielt habe. Ich habe Runde 1 gespielt gegen Altergeist. Ja. Ich möchte noch mal, also im Voraus sagen, ich habe keinen einzigen Würfelwurf gewonnen, außer den allerletzten, und es war dann wirklich egal. Dementsprechend bin ich dann in die anderen Runden, musste ich immer Second gehen. Altergeist, er fängt an, Pot, zieht 2 Karten, beendet dann mit Marionetta, Set 4 plus 2 Karten in der Hand. Die 2 Karten in der Hand waren dann Multifaker und Ash. Und ja, da bin ich nicht durchgekommen. Game 2, ich fange an. Ich habe eine, naja, mäßige Hand. Es war okay, ich konnte was machen. Beziehungsweise ich hätte was machen können, aber er hatte Ash, Impermanence und Multifaker auf der Hand. Also er hatte Game 1 Going First, alles. Er hatte Game 2 Going Second, alles. Was du dir mit Altergeist nur wünschen kannst, ja, gar keine Chance. Das war 0-2, absolut. Hat der Tag richtig scheiße für mich angefangen. Es wurde dann auch nicht besser. Ich habe nämlich Game 2 einfach ein Freilos bekommen. Ja, war ich der unterste Platz und habe ein Freilos bekommen. In dem Sinne, also theoretisch vom Tiebreaker ist natürlich gut, wenn man das bekommen hat, aber mich nervt es ehrlich gesagt, weil ich bin jemand, ich spiele lieber meine Games. Dementsprechend Freilos ist für mich einfach so eine Sache, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Runde 3 habe ich gespielt gegen Pendel. Da hatte ich ein Mirror Match. Das war ein extrem cooles Match. Der Kollege hat ein 60-Karten-Bild gespielt, wo er gespielt hat Magician, Zephra, Orcrust. Er hat einen Würfwurf gewonnen, hat mir das Feld aufgebaut und ja, dann hat er am Ende irgendwie 5 Negates liegen, davon waren bei das eine die Zephra Countertrap und das andere die Orcrust Countertrap. Und da habe ich dann gescoopt. Ich wollte ihm nicht zeigen, was ich spiele. Dann habe ich Game 2 angefangen, habe ihm mein komplettes Board hingelegt. Er hat probiert zu brechen, hat aber keine Chance gehabt. Und Game 3 fängt er wieder an. Will er wieder sein Board aufbauen. Und ich ziehe dann in die Superpoly rein, habe dann seinen Vortex Dragon und seinen Jackal weggelegt und konnte damit dann quasi 3 Negates baiten, weil ich kann quasi mit, wenn der Vortex kommt, kann man ja noch ein Monster zurück auf die Hand geben in Angriffsposition. Und das habe ich dann quasi genutzt, um seine Spheres zu baiten. Die musste er dann drauf unchainen. Und ja, damit kann man quasi mit dem Vortex sofort instant 3 Negates rausbaiten und der Rest von meiner Hand war einfach so gut. Ich habe ihn nicht OTK'd, aber ich konnte ihn quasi in so eine Position drängen, dass er das Game nicht mehr gewinnen konnte. Es ging dann auch ein paar Runden hin und her, weil er sich ein bisschen über Wasser gehalten hat, gerade so, damit ich ihn nicht töten konnte. Aber das ging dann schlussendlich 2-1 für mich aus, das Game. Wie gesagt, es war ein richtig netter Kerl, das war
richtig cool. Seine Variante hat mir gut gefallen, die 60-Karten-Variante. Probiere ich vielleicht auch mal aus. Oder vielleicht ein Orcus jetzt nicht mehr, aber allgemein so eine 60-Karten-Magician-Zephra-Deck. Die nächste Runde habe ich gespielt gegen Guru Control. Der Kollege war, wenn ich es richtig gesehen habe, ein YouTuber, weil er hat mit seiner Freundin da, oder mit, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es seine Freundin war oder halt, hat er halt mit jemandem so ein Opening aufgenommen, hat so ein bisschen kommentiert mit Kamera und so weiter. Und ja, dementsprechend, Grüße gehen raus. Er hat halt angefangen, er hat wieder einen Würfelwurf gewonnen. Ich habe schon wieder einen Würfelwurf verloren gehabt an der Stelle. Er macht einfach nur Set 4 Pass. Ich denke mir so, oh Scheiße, wahrscheinlich True Draco oder sonst irgendwas. Oder schon wieder Alter Geist. Ich konnte ihn dann, oder er hat dann Skill Drain gehabt, eine der Karten. Die anderen hat er mir nicht gezeigt. Ich habe dann ihn durch OTK'd, weil meine Hand so gut war. Ich dachte halt, wenn halt noch mehr ist als Skill Drain, aber der kam halt nicht mehr. Er hat halt nicht ihn mehr reingezogen gehabt. Und da habe ich ihn halt OTK'd durch. Ich wusste halt nicht, was er genau hat. Ich dachte, wie gesagt, es wäre True Draco und habe halt meine ganzen Backrow Removal reingesided. Erst dann Game 2 hat er wieder angefangen. Ist wieder First gegangen und da habe ich dann zum ersten Mal gesehen, dass er tatsächlich Guru spielt. Er hatte einfach dann Game 1 gebrickt gehabt, hatte er kein Field Spell oder sonst was gehabt. Game 2 lief dann so ab, ich habe ihm dann seine ganze Backrow geschossen und irgendwann kam halt der Zeitpunkt, wo ich ein Waking a Dragon geschossen habe und er hat einfach Warrior from Last Planet, keine Ahnung, wie die heißt, das Fusionsding. Ich blende es, glaube ich, ein vielleicht oder auch nicht. Auf jeden Fall konnte ich dann keine Monster mehr beschwören und ich habe im Main Deck, beziehungsweise ich habe in der Variante jetzt kein Main Deck Out dagegen oder wie ich das schießen kann, ohne dass ich ein Monster dafür specialen muss. Und ja, dementsprechend konnte ich dann das Game 2 instant scoopen. Und Game 3 habe ich wieder angefangen, habe wieder mein Mega Board hingelegt und er konnte es nicht brechen, er hat nicht die Outs dafür gezogen. Und dementsprechend war das dann ein relativ gutes Game. Aber er war ein sehr netter Spieler, er hat mir dann auch später noch ein bisschen gezeigt, wie er noch mit Pankratops hätte drumherum spielen können, wenn er es anders gebaitet hätte. War auf jeden Fall richtig lustig mit ihm. So, in dem Moment stand ich gerade aus dem Rekord her so gesehen 3 zu 1. Und ich spiele gegen einen, oder ich verliere wieder den Würfelwurf und der Gegner lässt mich anfangen. So, gegen was werde ich jetzt spielen? Ich habe erwartet, vielleicht Cyberdrache Orcrust, Going Second Orcrust, Going Second Sky Striker. Ich habe mir, als ich so angefangen habe, so mein First Turn zu machen, ich habe eine ganze Menge erwartet. Aber ich habe nicht Ur-Harpyen erwartet. Ur-Harpyen stand 3 zu 1 an dem Punkt. Ich dachte mir, what the fuck? What the fuck? Ich baue mein Megaboard auf mit 8 Negates. Und ja, und er scoopt einfach instant. Er zeigt mir nicht, was er hat. Ich dachte, wie gesagt, einfach, er hat Sky Striker gehabt. Oder wie gesagt, oder eine Orcrust-Variante. Und ich habe ihm einfach zu viele Negates hingelegt. Das kann ja passieren. Dass die dann scoopen, ja, Game 2. Wie gesagt, ich boarde dafür, dass ich dann diesmal Second gehen werde. Er lässt mich wieder anfangen. Okay, ich baue halt ein bisschen mein Board auf. Er hat drei Handtraps. Gut, beende ich halt auf Electromite Pass. Passiert, kann man nichts machen, wenn man so viele Handtraps entgegengeschmissen bekommt. Er macht Unexpected Die, Special eine Harpie aus dem Deck, Normal eine andere Harpie und geht damit einfach in Inotopia Double. Und one-shottet mich einfach. Und das war halt der Moment, wie gesagt, wo ich festgestellt habe, dass ich gegen Harpyen spiele. Und ich dachte mir einfach nur so, what the fuck? Das war einfach so, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet gehabt. Und ich wusste auch überhaupt nicht, was Harpyen hinlegen können. Weil, also im Prinzip, die können ja gar nichts. Die haben ein paar richtig starke Spell und Traps, ja, das weiß ich schon. Aber an sich, Harpyen machen doch eigentlich gar nichts. Deswegen Game 3, ich habe ihn anfangen lassen. Er hat mir einfach Set 1 und Tornado Dragon gegeben. Ja, das war relativ einfach. Die Set war einfach nur eine Impermanence. Das war ein Negate. Und den Tornado Dragon habe ich ihm gekaijut. Ich habe, wie gesagt, drei Kaijus gegen ihn geboardet, weil einfach nur, falls er mir irgendein nerviges Rang 4er Xyz oder sonst irgendein einziges Bossmonster hinlegt. Ich dachte halt nicht, dass Papien irgendein Board auflegen können. Aber es war halt alles. Er hatte nur Tornado Dragon und Set 1 Pass gemacht. Und da habe ich ihn einfach durch OTK. Das war überhaupt gar kein Problem. Und dementsprechend, ja. Das war auf jeden Fall lustig. Ich weiß nicht, wie er am Ende gegangen ist. Ich glaube, er war am Ende dann auch so in den Top 40 oder sowas. War auf jeden Fall lustig, aber ich habe einfach überhaupt nicht damit gerechnet, gegen Harpyen zu spielen. Ja, damit stand ich dann in dem Runde 4-1. Ich war so ein bisschen im Aufschwung. Da war ich eigentlich relativ happy soweit. Ich dachte, ja, komm, vielleicht kann man es noch in die Tops schaffen. Ja. Ich habe dann gespielt
In der nächsten Runde, Runde 6 war das dann insgesamt, habe ich gegen Pure Thunder Dragon gespielt. Hat den Würfelwurf verloren. Er hat mir dann Game 1 einen Doppelkoloss hingelegt und ich hatte in meiner Hand 4 Searcher-Karten. Ich dachte so, ja komm, mit 4 Searcher-Karten brauche ich es gar nicht erst versuchen. Da kann ich einfach instant scoopen und dann zeige ich ihm einfach nicht, was ich habe. Das hat auch soweit gut funktioniert. In Game 2 habe ich ihm dann mein Megaboard hingelegt. Er hat probiert rumzuspielen durch die Negates, hat es dann aber nicht geschafft, das Board zu brechen und dann habe ich ihn OTK'd. Und Game 3 hat er dann quasi, oder Game 3 wurde halt dadurch entschieden, dass dieser fucking, es kotzt mich an, ich habe extra Super Poly reingesidet gegen ihn. Und dann hat er einfach, er hat unwissentlich drum gespielt, weil er nämlich die ganze Zeit seinen einen, er hat keine zwei Kolosse beschworen, er hat quasi diesen einen Koloss, hat er dann wieder zu einem Titan gemacht. Das bedeutet, er hatte immer nur ein Dark Monster liegen und dieser scheiß Koloss ist einfach ein Lichtmonster. Das heißt, er hatte, die ganze Zeit hatte er Lambda, einen Koloss und einen Titan. Das heißt, ich konnte einfach die Superpoly nicht aktivieren und ja, das hat mich dann das Game gekostet. Weil, wie gesagt, er konnte mir dann nach und nach alles schießen dann. Und ich konnte da nicht drumherum spielen. Beziehungsweise er hat super um meine Karten drumherum gespielt. Das war einfach, ja, kann man nicht anders sagen. Das war gut gespielt von ihm. Unwissentlich, also er hat es mir dann noch am Ende gesagt, er hat nicht wissentlich um Super Poly rumgespielt. Er hat einfach seine Plays ganz normal durchgezogen. Das war halt einfach, ich sag mal, Glück, dass er keine zwei Dark Monster gleichzeitig auf dem Feld hatte. Ja. Wie gesagt, dann habe ich das Game halt 2 zu 1 verloren. Das war ein relativ knappes Game. Das letzte Game, das ich dann noch gespielt habe, war dann gegen mein absolutes Lieblingsdeck. No Joke, Kappa, True Draco, aka Floodgate des Decks. Ich gehe first. Und ich kann ihm nicht großartig viel hinlegen. So ein paar Monster Negates und sowas. Ich wusste halt in dem Moment gar nicht, was er spielt. Und ja. Er zeigt mir dann, dass er True Draco spielt. Er kann dann quasi, dadurch, dass er die ganze Zeit seine Friedhofseffekte triggern konnte, konnte er dann mein Board nach und nach zerschießen. Und dann hat er einfach, sobald ich wieder dran war, hat er dann 3 Floodgates geflippt. Und ja, gut, alles klar, kann ich nicht mehr spielen. Geh mal Game 2. Game 2, er fängt, oder ich lasse ihn anfangen, weil ich, wie gesagt, meine ganzen Backrow-Removal reingesidet habe. Und ich ging halt davon aus, wie gesagt, er will, er weiß ja, dass ich quasi mein Board aufbauen will. Und er denkt jetzt wahrscheinlich, dass ich die dementsprechenden Outs gegen ihn habe und das Ganze dann quasi oder ihn Second gehen lasse wieder. Und dementsprechend habe ich ihn First gehen lassen, damit ich dann meine ganzen Side-Deck-Karten gegen ihn ziehen kann. Und das habe ich auch gehabt. Ich hatte den Twin Twister und alles, aber er hat dann quasi in meiner Standby-Phase sofort Anti-Spell und There Can Only Be One geflippt. Okay, kein Problem. Twin Twister, schieß sie, schieß alle beide. Gut, immer noch Standby-Phase, flippt er nochmal Anti-Spell um, probiert es zu schießen mit Red Reboot, okay, Judgment, okay, Anti-Spell legt, ich kann nichts mehr machen, ich habe halb Life-Points, Game. Das war im Prinzip, das ganze Game war innerhalb von 10 Minuten entschieden, das war einfach nur gegen Floodgates. Wirklich gutes Game-Design von wegen, man flippt eine Karte und der Gegner kann nicht mehr spielen für den Rest des Duells. Das war einfach, ich war eigentlich relativ gut gelaunt, wie gesagt, weil der Thunder Dragon-Spieler, gegen den ich verloren habe, das war auch ein wirklich sehr netter, mit dem habe ich auch noch kurz unterhalten nach dem Game, so als wir dann noch gewartet haben, bis die nächste Runde angekündigt wurde. Also das war wirklich ein netter Kerl und die anderen waren auch alle cool. Das war halt, wie gesagt, einfach nur, wenn ich sagen würde, ich hätte gar kein Problem zu verlieren, wäre das natürlich gelogen, aber jeder hat so ein bisschen. Aber es ist eine Sache, ob man verliert durch Skill. Oder es ist eine Sache, ob man verliert, weil einfach, ja, Flip Anti-Spell. Und dann, ja, da war ich schon, da war ich extrem. Also das eine Game gegen True Draco hat mir ehrlich gesagt den ganzen Tag versauen. Und hatte ich einfach überhaupt gar keine Lust mehr. Und wie gesagt, am Ende bin ich dann 4 zu 3 aus dem Ganzen rausgegangen. Oder 3 zu 3, je nachdem, wie man es sehen will. Ich zähle ja die Freilose normalerweise nicht mit. Aber ja, offiziell bin ich 4 zu 3 rausgegangen und bin dann insgesamt Platz 25 von 97 Spielern geworden. Das Tech hat nicht so funktioniert, wie es sollte, weil Guru und Harpien sind eigentlich Auto-Wins. Das ist völlig egal, was für ein Bild ich da spiele. Dementsprechend kann man diese nicht so wirklich zählen, diese Matchups. Und das Freilos ist natürlich, ja, ist natürlich frei.
Dementsprechend hat das Deck in den anderen Matchups eigentlich gar nicht so gut funktioniert, wie es sollte. Und ich habe einfach gemerkt, ich muss dringend noch ein bisschen was umbauen. Ich weiß noch nicht, wie ich es genau bauen werde einzeln, aber das wird sich dann noch zeigen. Ich werde mich ja dann die Tage noch ein bisschen ransetzen und die nächsten Wochen habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit und werde da ein paar Sachen ausprobieren, ein paar Kombos testen und je nachdem wollen wir mal schauen, was da ich beim nächsten Mal so zu zeigen habe. Wir werden sehen. Bis dahin auf jeden Fall wünsche ich euch noch ja, einen schönen Tag und ich hoffe, ich werde irgendwann mal besser im Abmoderieren. Bis dahin. Ciao.